Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur aktuellen Kaufberatung für Prozessoren für Gaming-PCs. Ich hoffe, dass ich mit diesem Video vielleicht dem einen oder anderen bei der Entscheidung noch helfen kann, für welchen Prozessor er sich jetzt letztendlich entscheiden sollte. Und bevor ihr dieses Video weiterschaut, solltet ihr euch vielleicht erstmal überlegen, was genau möchte ich mit meinem PC denn später überhaupt machen. Klar, es geht hier um Gaming-PCs, das heißt, in irgendeiner Art und Weise möchte man natürlich die aktuellsten Spiele oder vielleicht aktuelle Spiele spielen. Allerdings sollte man sich überlegen, in was für einer Grafikqualität möchte ich die überhaupt spielen. Was für Spiele spiele ich überhaupt? Genau, also da gibt es natürlich auch noch Unterschiede, was die Spiele angeht. Das eine Spiel braucht etwas mehr Leistung und das andere etwas weniger. Wie viel Geld habe ich überhaupt zur Verfügung? Wie viel möchte ich ausgeben? Das ist dann wahrscheinlich auch bei vielen eher das Hauptkriterium. Und mache ich vielleicht noch andere Dinge mit dem PC, die man beachten sollte, wenn man sich dann einen geeigneten Prozessor sucht? Beispielsweise Videobearbeitung oder 3D-Modellierung oder sowas, weil da wird dann doch vielleicht manchmal auch noch etwas mehr Prozessorleistung benötigt. Also das solltet ihr euch erstmal überlegen. Ich werde die verschiedenen Aspekte auch im Video noch ansprechen. Und ich denke, dann sollte da doch für jeden eigentlich ein vernünftiger Prozessor dabei sein. Wir starten wie immer mit der günstigsten CPU und arbeiten uns dann nach und nach zu den High-End-Prozessoren hoch. Wir haben hier verschiedene Prozessoren in der Kaufberatung zwischen 50 und knapp 1000 Euro und ich denke, da sollte dann wirklich für jeden das was Vernünftiges dabei sein. Dann starten wir jetzt wie gesagt mit der günstigsten CPU und das wäre der Intel Pentium G3240 mit 2x3,1 GHz. Das ist die günstigste CPU, die ich für Gaming-PCs noch empfehlen würde. Der kostet etwa 50 Euro und mit dem kann man eigentlich alle aktuellen Spiele noch in vernünftigen Grafikeinstellungen spielen, sofern dem Prozessor eine ordentliche Grafikkarte zur Seite steht. Das ist natürlich immer die Voraussetzung, denn ich sag mal 80-90% der Arbeit bei Spielen nimmt immer noch die Grafikkarte in Anspruch und von daher kann man auch mit einer etwas leistungsschwächeren CPU aktuelle Spiele noch spielen, sofern, wie gesagt, eine vernünftige Grafikkarte vorhanden ist. Dieser Intel Pentium richtet sich dann natürlich an Leute, die wirklich wenig Geld ausgeben möchten oder wenig Geld zur Verfügung haben, vielleicht einen Gaming-PC für etwa 400 bis 500 Euro suchen. Und da kann man dann, sage ich mal, mit dem Prozessor schon ein recht gutes Schnäppchen machen und vielleicht noch etwas mehr in die Grafikkarte investieren. Man muss natürlich beachten oder sollte bedenken, dass es eben nur ein Dual-Core-Prozessor ist. Je nachdem, wie die Entwicklung der Spiele weitergeht in den nächsten Jahren, könnte man dann bald Probleme bekommen, sofern die Spiele weiterhin immer CPU-lastiger werden oder die Leistung von CPUs besser ausnutzen können. Aber ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich, mit dem Prozessor solltet ihr eigentlich aktuelle Spiele in ganz ordentlichen Grafikeinstellungen noch spielen können. Die nächstgünstigste CPU, die ich dann empfehlen würde, das wäre der AMD FX 6300 mit 6x3,5 GHz, ein aktueller AMD-Prozessor der Vishera-Generation für den AM3 Plus-Sockel. Der kostet etwa 85 Euro und vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist der eigentlich schon ziemlich gut. Man hat eine deutlich höhere Multimedia-Leistung als bei dem Intel Pentium-Prozessor, den ich eben genannt habe. Klar, der kostet auch fast das Doppelte. Aber ansonsten, auch was die Gaming-Leistung angeht, ist er eigentlich mit keinem Spiel wirklich überfordert. Der packt das alles ganz gut, kommt von der Leistung trotzdem nicht an einen Intel Core i3 oder Intel Core i5 ran. Allerdings, wie gesagt, ist die Leistung der CPU eben nebensächlich. Es kommt einfach hauptsächlich auf die Grafikkarte an. Und wenn man da eben eine ordentliche Grafikkarte mit am Start hat, dann sollte das eigentlich kein Problem werden. Als Intel-Alternative haben wir dann einen Intel Core i3 und zwar den Intel Core i3 4150 mit 2x3,5 GHz. Auch ein Dual-Core-Prozessor, allerdings unterstützt dieser die Intel Hyper-Threading-Technologie. Das heißt, ihr habt zwar zwei physische Kerne, allerdings vier virtuelle Kerne und das klappt eigentlich immer ganz gut. Das heißt, es ist schon fast so, man kann ihn schon fast wie einen vollwertigen Quad-Core-Prozessor sehen. Dieser Intel Core i3 kostet etwa 95 Euro, also 10 Euro mehr als der FX 6300. Hat wie gesagt nochmal eine etwas bessere Gaming-Leistung. Und mit dem Intel Core i3 solltet ihr eigentlich keine Probleme bekommen. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Intel Core i3 einen deutlich geringeren Stromverbrauch hat als der AMD-Prozessor.
Allerdings, wie gesagt, je nachdem, wie die Entwicklung der Spiele weitergeht, dadurch, dass es eben trotzdem nur wirklich eigentlich ein Dual-Core-Prozessor ist, könnte man da bei CPU-lastigeren Spielen schneller Probleme bekommen als bei dem AMD FX 6300. Von daher sollte man sich das genau überlegen. Vielleicht spielen da dann auch persönliche Präferenzen noch ein bisschen mit rein. Mag ich dann doch Intel oder AMD lieber. Und natürlich, was noch für den AMD FX 6300 sprechen würde, der hat natürlich eine bessere Multimedia-Leistung. Wenn ihr dann doch ab und zu vielleicht mal das eine oder andere Video rendern wollt, dann geht das mit dem FX 6300 deutlich schneller als mit dem Intel Core i3. Ein wirkliches Preis-Leistungsschnäppchen wäre dann noch der AMD FX 8320, also ein 8-Kerner der AMD Vishera-Generation. Der kostet etwa 115 Euro und hat eigentlich mit aktuellen Spielen überhaupt keine Probleme mehr. Ist von der Gaming-Leistung trotzdem noch etwas schlechter als ein Intel Core i5. Allerdings von der Multimedia-Leistung her oder vom Kompromiss zwischen Gaming-Leistung und Multimedia-Leistung und dem Preis ist das eigentlich wirklich ein ziemlich guter Prozessor. 115 Euro für einen 8-Kerner von AMD, da kann man sich eigentlich wirklich nicht beschweren. Und wenn man dann doch vielleicht noch etwas Geld sparen möchte, einem Intel Core i5 doch noch zu teuer ist, dann kann man wirklich bedenkenlos zu diesem Prozessor von AMD greifen. Jetzt kommen wir zum günstigsten Intel Core i5, den ich euch empfehlen würde. Und das ist eigentlich so die Empfehlung für einen vernünftigen Gaming-PC. Der Intel Core i5 4460 mit 4x3,2 GHz hat keinerlei Probleme mit aktuellen und zukünftigen Spielen. Das wird alles reibungslos funktionieren. Ist auch kein Flaschenhals für jegliche Grafikkarten, also selbst eine GTX 780 Ti oder irgendwelche Grafikkarten im SLI oder Crossfire-Verbund sogar werden von dieser CPU auf gar keinen Fall limitiert werden, auch wenn er etwas niedriger getaktet ist als die vielleicht eher bekannteren Modelle des Intel Core i5, vielleicht der 4690 oder so. Das merkt man in Spielen eigentlich überhaupt nicht, das kann ich euch versichern, und der Intel Core i5 4460 kostet eben nur 150 Euro. Und das wäre, wie gesagt, so meine Empfehlung als Grundlage für einen vernünftigen Gaming-PC. Da spart man noch mal ein bisschen Geld und kann das eben in eine bessere Grafikkarte zum Beispiel investieren, was auch einfach deutlich mehr Sinn macht. Wenn man seinen Prozessor dann übertakten möchte, braucht man natürlich eine K-CPU von Intel, und das wäre dann der Intel Core i5 4690K mit 4x3,5 GHz. Wie gesagt, ist auch ein Intel Haswell Refresh Prozessor, wie auch der i5, den ich vorher schon genannt hatte. Wir haben hier grundsätzlich eigentlich nur noch Haswell Refresh Prozessoren, weil man sollte sich dann doch immer schon das Neueste anschaffen und hat eben auch die Vorteile, dass sie nicht so heiß laufen wie die vorherige Haswell-Generation. Der i5 4690K kann eben übertaktet werden, sofern man ein Z97 Mainboard am Start hat, also ein Mainboard mit dem Z97-Chipsatz. Der i5 kostet etwa 205 Euro und meiner Meinung nach ist er eigentlich nicht notwendig für einen Gaming-PC. Allerdings, für einige ist es vielleicht ein Hobby zu übertakten, zum Beispiel für mich eigentlich auch. Ich übertakte meine CPU auch sehr gern. Und man kann damit dann doch schon etwas Leistung rausholen. Jetzt nicht in Bezug auf Spiele, aber in Bezug auf Multimedia-Anwendungen, Videobearbeitung, 3D-Modellierung. Das geht einfach dann doch etwas schneller, vor allem wenn man die CPU noch übertaktet, dann macht das schon einen merkbaren Unterschied. Jetzt kommen wir zu einer Alternative, die ich aber auf jeden Fall eigentlich dem Intel Core i5 4690K noch vorziehen würde. Und zwar ist das ein Intel Xeon-Prozessor. Das ist vielleicht vielen noch nicht so bekannt, aber ich sag mal, in den letzten ein bis zwei Jahren haben die Intel Xeon-Prozessoren doch schon an Bekanntheit dazu gewonnen, was also im Gaming-Segment. Eigentlich sind Xeon-Prozessoren ja Server-Prozessoren, allerdings gibt es eine Baureihe von Intel, die auch auf den gängigen 1150er Sockel Mainboards funktioniert, mit eben den normalen Chipsätzen und so weiter für auch die Intel Core i3, i5 und i7 Prozessoren. Und zwar ist einer dieser Intel Xeon Prozessoren der E3-1231V3 mit 4x3,4 GHz. Der kostet etwa 205 Euro, also genauso viel wie der Intel Core i5, den ich vorher genannt hatte. Allerdings hat der Xeon einen entscheidenden Vorteil, und zwar unterstützt er Intel Hyperthreading. Das heißt, im Grunde ist es einfach
ist es ein Intel Core i7 ohne integrierte Grafikeinheit. Das ist eigentlich der Unterschied, den man sich so merken kann zwischen Intel Xeon und Intel Core i7. Das sind eigentlich baugleiche Prozessoren, nur dass bei dem Intel Xeon die integrierte Grafikeinheit fehlt. Und das macht ihn deutlich günstiger. Und die integrierte Grafikeinheit braucht man als Gamer ja sowieso nicht, weil man eben eine Grafikkarte mit dabei hat. Das heißt, die wird gar nicht verwendet, die integrierte Grafik der CPU. Und von daher kann man sich die eigentlich gut und gerne sparen. Das einzige Problem ist, wenn die Grafikkarte mal kaputt geht, dann kann man den PC eben nicht benutzen. Aber ich sag mal, darauf sollte man eigentlich nicht spekulieren. Oder kann man dann lieber das Geld sparen und sich im Prinzip ein Intel Core i7 für den Preis eines Intel Core i5 holen. Natürlich richtet sich das dann wieder nur an Leute, die vielleicht neben Spielen auch noch andere Dinge mit ihrem PC machen, wie Videobearbeitung oder zum Beispiel 3D-Modellierung, weil da merkt man dann den Unterschied im Gegensatz zu einem Intel Core i5. Bei der Gaming-Leistung sind die Prozessoren gleichwertig. Letztendlich kommen wir dann auch noch zu den Intel Core i7 Prozessoren. Da würde ich dann eigentlich, wenn überhaupt, nur den Intel Core i7 4790K empfehlen, weil er sich einfach wieder an Übertakter richtet, dadurch, dass man ihn mit einem Z97 Board übertakten kann. Der ist allerdings so schon ziemlich hoch getaktet mit 4x4,0 GHz. Hat allerdings eben durch diese hohen Taktraten doch nochmal eine etwas bessere Leistung als beispielsweise der Intel Xeon, den ich eben genannt hatte. Kostet etwa 295 Euro und wenn man das nötige Kleingeld hat, dann kann man das dann doch schon noch in diesen Intel Core i7 investieren. Das sind so alle Prozessoren, die meiner Meinung nach sinnvoll sein könnten unter gewissen Umständen. Ich habe ja immer was dazu gesagt, für wen sich eigentlich die jeweiligen CPUs lohnen. Jetzt kommen wir noch zu zwei Prozessoren, die ich der Vollständigkeit halber trotzdem noch erwähnen möchte, die sich aber wirklich nur an Leute richten, die, ich sag mal, wirklich das nötige Kleingeld haben oder vielleicht auch nicht mehr wissen, wohin mit ihrem Geld, die dann einen PC sich kaufen wollen für vielleicht 1500 bis 2000 Euro oder noch mehr. Die könnten sich dann, wenn sie eben möchten, noch zum Beispiel den Intel Core i7 4930K kaufen mit 6x3,4 GHz, also ein 6-Kerner für den 2011er Sockel. Auch unterstützt natürlich auch Intel Hyperthreading, das heißt, ihr habt 6 physische Kerne und 12 virtuelle Kerne, kostet aber dann auch schon knapp 500 Euro. Bei der Gaming-Leistung profitiert man nicht von dieser CPU, da werdet ihr nicht mehr FPS bekommen als mit einem Intel Core i5 oder einem anderen Prozessor, den ich vorher schon genannt hatte. Allerdings bei der Multimedia-Leistung macht man da natürlich nochmal einen deutlichen Sprung, dadurch, dass man eben 2 physische und insgesamt 4 virtuelle Kerne mehr am Start hat. Und dann kann sich, wenn man wirklich, wie gesagt, das Kleingeld hat, die Investition noch lohnen, wenn man wirklich Wert darauf legt, dass man seine Videos zum Beispiel möglichst schnell rendert oder wenn man wirklich vielleicht aufwendige 3D keine Ahnung, Modellierung oder sowas macht. Ein Schritt weiter wäre dann noch der Intel Core i7 4960X. Der ist nochmal etwas höher getaktet als der 4930K und hat nochmal 3 MB L3 Cache mehr am Start, kostet dann aber auch knapp 900 Euro und ansonsten, wie gesagt, die gleichen Argumente für den Prozessor, die ich jetzt eben auch schon genannt hatte. Das war's mit der Kaufberatung für Prozessoren für Gaming-PCs. Ich hoffe, ich konnte eigentlich jedem so helfen, der sich dieses Video angeschaut hat. Wenn noch Fragen offen geblieben sind, dann schreibt sie in die Kommentare. Ich beantworte da eigentlich alles, lese mir auch auf jeden Fall alles durch. Es kann ja sein, dass ich vielleicht irgendwas nicht angesprochen habe. Das kann durchaus passieren. Vielleicht fragt ihr euch auch, warum ist die CPU und dieser Prozessor nicht angesprochen worden. Dann werde ich dazu noch was schreiben in den Kommentaren. Ihr findet auch noch mal eine Liste aller Prozessoren, die ich jetzt angesprochen habe, in der Videobeschreibung. Und ansonsten war es das jetzt von mir. Wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich verabschiede mich. Haut rein, Leute. Bis dann.